Hallo im neuen Jahr und herzlich willkommen zum Horoskop für den Monat Jänner. Die wichtigsten Astro-Events. Am 6.1. da ist Neumond im Steinbockzeichen und am 21.1. ist Vollmond im Löwezeichen. Dazu gibt es dann noch eine Mondfinsternis bei diesem Vollmond. Was sonst noch wichtig ist für die Sternzeichen, worauf wir uns freuen können, was vielleicht ein bisschen schwieriger sein kann, das schauen wir uns gleich an. Die Sterne für den Widder und den Widder-Aszendenten im Jänner. Ganz wichtig für Sie im Jänner ist Mars. Das ist sowieso Ihr regierender Planet, also der gehört zu Ihnen. Und im Jänner steht er auch noch bei Ihrer Sonne. Was bedeutet Mars? Mars ist ein Symbol für Kraft, für Energie, für Durchsetzung, auch für Aggression, ganz wertfrei, Energie. Und wenn er bei der Sonne steht, dann hat man natürlich viel davon, manchmal zu viel und manchmal muss man erst so richtig in die Gänge kommen. Heißt, Sie sollten immer wieder darauf schauen, dass Sie in diesem Monat im Balance bleiben. Egal ob sportlich oder irgendwo zwischenmenschlich, es geht immer wieder darum, dass man die Mitte findet. Sie sollten sich nicht nur zurücknehmen und wenn Sie sich jetzt schon länger irgendwas gefallen lassen haben müssen oder es gibt irgendetwas, gerade im Job, wo Sie sagen, na, das möchte ich mir nicht mehr länger anschauen, dann ist es ganz gut, wenn Sie Mars an der Seite haben und jetzt mal für Ihre Rechte einstehen. Wenn Sie sich allerdings leicht auf irgendeine Diskussion einlassen, wenn Sie das Gefühl haben, alles steht irgendwie quer, dann sollten Sie sich wirklich bewusst ein bisschen zurücknehmen, denn dann ist es zu viel. Und das kann diesen Monat immer wieder so rauf und runter gehen. Und da müssen Sie wirklich schauen, dass Sie in Ihrer Mitte bleiben. Energetisch gilt das natürlich genauso, also sportlich. Man sollte schon was tun, das ist wichtig beim Mars, der braucht ein Ventil, aber bitte auch nicht zu viel. Also immer wieder schauen, dass wir da in Balance bleiben. Dafür in der Liebe, Venus steht sehr günstig in diesem Monat. Sie verbindet sich dann auch schön mit Mars. Das heißt, man will was und Venus will auch. Das passt ganz gut. Auch für Singles ergeben sich da tolle Chancen, vor allem für die April-Daten. Und das gleicht natürlich vieles wieder aus. Im Job aber, wie gesagt, da schaut es in diesem Monat ein bisschen stressig aus zuweilen. Ja. Was beim Neumond beginnt am 6.1., also da können schon so erste Impulse entstehen, was sich vielleicht verändern könnte oder wo man vielleicht noch was tun muss. Und da können Sie ziemlich beschäftigt sein dann die nächsten zwei Wochen. Aber bis zum Vollmond am 21.1. klärt sich dann ziemlich gut, wo die Reise hingehen soll. Mit der Wassermannzeit, die beginnt dann am 20.1., also kurz vor diesem Vollmond, geht es dann im Job langsam wieder leichter. Also gerade zum Monatsende hin. Vielleicht nicht gleich um den Vollmond, denn der ist ein bisschen stressig, aber zum Monatsende und dann hoffentlich auch im Februar. Wie gesagt, das Wichtigste für Sie aber in diesem Monat, dass Sie schauen, dass Sie sich Ihre Energie gut einteilen. Dass Sie sich nicht zurücknehmen, aber dass Sie vielleicht auch nicht zu viel auf einmal fordern. Das ist sehr wichtig für Sie in diesem Monat. Die Sterne für den Stier und den Stier-Aszendenten im Jänner. Momentan ist ja die Steinbockzeit, das heißt die Sonne befindet sich im Steinbockzeichen und dieser Steinbock ist ja ein Erdzeichen, so wie Sie. Das heißt, das unterstützt Sie, das ist harmonische Energie. Auch Merkur, der Kommunikationsplanet, steht jetzt im Steinbockzeichen im Jänner. Das heißt, das unterstützt Sie dann auch nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch im Arbeitsbereich in der Kommunikation. Und das tut natürlich gut, denn November, Dezember waren da ein bisschen chaotischer und vielleicht hängt einem da immer noch etwas nach, das man ordnen sollte. Und das lässt sich jetzt alles besser an. Also Sie merken das gerade dann ab dem Neumond am 6.1., dass Sie da wirklich besser organisieren können. Allerdings, man sollte sich immer wieder vor Augen führen, auch wenn jetzt Saturn und die Steinbockzeit dafür Ruhe sorgt und wieder Ordnung ist, Sie befinden sich so langfristig ja doch in einer großen, großen Veränderungsphase. Also klammern Sie sich nicht an Dinge, die eigentlich unnötig sind. Denn materielle Sicherheit, Pragmatik, all das ist jetzt erhöht, aber das mag vielleicht nicht alles sein. Also versuchen Sie trotzdem im Hinterkopf zu behalten, Sie sind eigentlich in einem großen Wandlungsprozess und klammern Sie sich nicht so sehr an Dinge, die sich eigentlich schon überlebt haben. Das ist wichtig, trotzdem Saturn jetzt momentan wieder so auf Sicherheit setzt. Zum Ende des Monats, vor allem dann mit diesem Löwe-Vollmond, da beginnt ja dann die Wassermannzeit und das bedeutet für Stiere immer ein bisschen mehr an Aufgaben. Denn der Wassermann, der steht im Kontrast zu ihrem Wesen. Der ist ja sehr veränderungswillig, sehr unstet, sehr experimentell und nicht jeder Stier mag so gerne so Veränderungen. Das heißt, Ende des Monats müssen sie ein bisschen spontaner sein und wieder mehr Neues zulassen, flexibler werden. In der Liebe ist es so, da steht Venus bald jetzt im Schützezeichen. Sie war ja im Dezember im Skorpion. Das heißt, in Opposition zu ihrer Stiersonne. Das war nicht immer einfach. Gerade wenn Sie zu den Anfangs- oder Enddaten gehören, dann haben Sie das gemerkt, vielleicht auch um die Feiertage, dass nicht immer alles in Balance war. Im Jänner mit Venus im Schütze ist die Energie ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter. Das sollte Ihnen auch gut tun. Von der Energie her ist es so, Mars steht jetzt im Widderzeichen, das heißt,
ein Zeichen vor Ihrem Zeichen. Und wenn Mars so ein Zeichen vorher ist, hat man noch nicht die ganze Kraft. Wenn es jetzt um Vorsätze geht, muss man sich ein bisschen mehr bemühen. Man muss sich bei der eigenen Nase nehmen und selber in Schwung kommen. Es steht einem noch nicht die ganze Kraft zur Verfügung. Also Geduld, wenn es vielleicht noch nicht so ganz geht, wenn Sie noch in etwas laborieren, sollte sich dann wirklich im Februar auch verbessern, denn da wechselt Mars dann in Ihr Zeichen. Also da gibt es dann wieder mehr Energie als im Jänner. Unterm Strich, wie gesagt, jetzt die Zeit nutzen mit dieser Steinbock-Energie, um Nägel mit Köpfen zu machen in manchen Dingen, um aufzuarbeiten, um Struktur wieder ins Leben zu bringen, denn da ist diese Zeit wirklich sehr günstig für den Stier. Die Sterne für unsere Zwillinge und die Zwillinge-Aszendenten im Jänner. Momentan ist ja die Steinbock-Zeit und die ist ja eigentlich eher ernst und sehr pragmatisch und manchmal auch ein bisschen kühl, aber das ist bei Ihnen eigentlich gar kein Thema, denn der Glücksplanet Jupiter steht ja nach wie vor in Ihrem siebten Haus, Haus der Begegnungen, und jetzt kommt im Jänner auch noch Venus hinzu, das heißt Kontaktplanet Venus. Für Singles natürlich optimale Chancen, jemanden kennenzulernen, aber auch in Langzeitbeziehungen, in all Ihren Verbindungen können Sie sich dadurch glücklicher fühlen. Man muss zwar manchmal aufpassen, gerade wenn man zur zweiten Dekade gehört, also den mittleren Juni-Daten, dass man da nicht so unrealistisch wird, also Hochzeit in Las Vegas vielleicht verschieben. Aber ansonsten, wie gesagt, eine schöne Energie, um aus sich rauszukommen, um so zwillingemäßig wieder mehr unterwegs zu sein, um ein glückliches Lebensgefühl zu bekommen. Nicht immer, aber immer öfter. Wo die Steinbockzeit ein bisschen komplizierter für Sie sein kann, ist natürlich der Arbeitsbereich. Denn die Steinbockzeit ist genau diese Energie, sehr akribisch, sehr ernst. Und das passt halt nicht immer zu Ihrem Wesen. Vor allem, wenn Sie durch Jupiter so idealistisch unterwegs sind, müssen Sie wirklich schauen, dass Sie nicht Pi mal Daumen rechnen, auch finanziell. Hier kann es um gemeinsame Verantwortlichkeiten gehen, um Dinge, die man sich wirklich in Ruhe ausmachen muss und nicht einfach idealistisch sagt, naja, wird schon, passt schon. Also bitte da achtsamer sein mit den Ressourcen, mit der Organisation. Ein Thema auch vielleicht sind Freundschaften, denn Mars, der ist jetzt im Widderzeichen und steht damit im Bereich von Freundschaften und Gruppen. Wenn hier nicht alles in Butter ist, wird sich das in diesem Monat vielleicht zeigen. Also vielleicht geht es um jemanden, den Sie vernachlässigt haben, der sich dann meldet und sagt, du, eigentlich stört mich da schon länger was. Oder es gibt sowieso eine Diskussion, die noch nicht gelöst ist, dann sollte man die jetzt vielleicht lösen. Nutzen Sie da die Energie gleich um den Neumond und einmal klar Schiff zu machen. Mars wiederum steht aber sehr günstig für die Energie, denn da war es ja im Dezember nicht immer nur gut und auch im November nicht, denn Mars war ja ein Fischezeichen vorher und das hat Ihnen schon Kraft gekostet. Im Widderzeichen, da steht er natürlich besser zu den Zwillingen und gibt Ihnen in diesem Monat wieder mehr Energie. Soweit der Ausblick für die Zwillinge und die Zwillinge-Aszendenten im Jänner. Die Sterne für den Krebs und den Krebs-Aszendenten im Jänner. Wenn die Steinbockzeit ist, ist es immer genau ein halbes Jahr nach Ihrem Geburtstag. Und wenn dieses halbe Jahr ist, ist ein bisschen Bilanzzeit. Sie merken es wahrscheinlich schon und noch stärker dann mit und um den Neumond am 6.1., wo die Dinge nicht ganz so passen, wo man noch was verändern muss. Und dafür ist der Monat gut geeignet, um so ein großes Detoxing zu machen im Leben, egal ob in der Beziehung oder im Job. Wobei letzterer sicher wichtig ist in diesem Monat, denn Mars aus dem Widderzeichen, der steht in Ihrem Berufsfeld. Und das kann immer wieder ein bisschen für Störungen sorgen oder zumindest, dass man merkt, wo man bitte nicht so weitermachen soll. Bei Ihnen ist es ja meistens so, wenn es Probleme gibt in der Arbeit, dann weniger, weil Sie nicht gut organisiert sind oder zu wenig tun, sondern weil Sie vielleicht etwas nicht sagen, weil Sie sich zu sehr zurücknehmen. Und da geht es wirklich, nutzen Sie diesen Widder-Mars, diesen kräftigen, diesen starken Mars und kämpfen Sie für Ihre Bedürfnisse. Steigen Sie wirklich für Ihre Rechte auf die Barrikaden, wenn es sein muss, aber machen Sie sich auf jeden Fall mal bemerkbar, wenn Sie eher zu den schüchternen Krebsen gehören. Wenn Sie sagen, na, ich bin eher feuriger Krebs, ich habe einen Schütze-Aszendent oder so, dann müssen Sie sich vielleicht manchmal auch bemühen, dass Sie das Verbindende herauskommen lassen. In der Liebe ist es so, Saturn steht jetzt bei den Juli-Daten und Sie merken es, also Sie wollen Nägel mit Köpfen machen. Wenn es passt, dann geht man jetzt in die Vollen, dann will man wirklich sagen, okay, ich bekenne mich jetzt zu jemandem, ich binde mich jetzt wirklich fest, und wenn es nicht passt, kann sich da manchmal auch was lösen. Zieht sich dann noch ein bisschen hin bis in den Februar, diese Phase. Aber es kommt eben ganz drauf an, wie momentan die Beziehung wirklich ausschaut. Für leichte, lockere Flirts eher nicht so die Zeit unter Saturn, sondern man will wirklich die Zukunft gestalten und schauen, dass man die Weichen stellt für die nächsten Jahre.
wichtig energetisch, dieser Mars, der kann Ihnen schon ein bisschen Nerven kosten. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man gesund lebt, dass man im Balance bleibt. Für Sie aber auch immer natürlich als sensibles Wasserzeichen sehr wichtig, dass Ihr Gefühlshaushalt in Ordnung ist. Also bitte nichts verdrängen, nichts runterschlucken, sondern möglichst schauen, dass man bald über die Dinge spricht. Das ist immer schon ein guter Trick für die Krebse. Die Sterne für den Löwen und den Löwe-Aszendenten im Jänner. Was besonders schön ist für den Löwen in diesem Monat: Venus, eher weibliche Energie, Begegnung, Kontakte, Beziehung, und Mars, die männliche Energie, das verbindet sich auf angenehme Art und Weise. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es für Beziehungen natürlich ein sehr guter Aspekt ist. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Löwen, zumindest wenn sie zu den Juli-Daten gehören, ein bisschen in einer ambivalenten Beziehungssituation stecken können. Und da ist ja ein bisschen Venus und ein bisschen Mars vielleicht nicht genug, aber es hilft ihnen zumindest, sich ein bisschen abzulenken oder wieder das Positive in der Beziehung zu sehen. Für Neuverliebte, für Frischverliebte oder für Singles ist natürlich ein bisschen eine leichtere Konstellation, da kann man wirklich jemanden treffen. Und gerade als Augustdatum haben sie da wunderbare Aspekte in diesem Monat. Also auch wenn Venus und Mars nicht alles ausgleichen, es gibt ihnen viel positive Energie. Der Neumond am 6.1., der findet in Ihrem Gesundheitshaus statt. Das heißt, hier geht es wirklich um die Dinge, die Sie jeden Tag machen. Klar fällt da auch ein bisschen die Arbeit rein, auch die macht man ja jeden Tag, aber es geht wirklich in erster Linie um Essen, Schlafen, Bewusstsein, Sport, alle diese Dinge, die sich auf jeden Tag auswirken. Und wenn Sie da merken, okay, es gibt hier was ich vielleicht ändern sollte oder ich habe irgendeine Gewohnheit, die ich ablegen sollte, ist eigentlich dieser Neumond oder die Tage danach, also der 7.8.1. ideal, um da was zu beginnen. Vielleicht jetzt nicht mit 1.1., sondern eben in einer Woche. Da kann es dann wirklich nachhaltig werden und man kann das auch aushalten, denn dieser Mars, muss man andererseits sagen, der ist ja nicht nur für die Beziehung, er ist auch für unsere Energie zuständig. Der steht sehr schön im Jänner im Widerzeichen und das hilft Ihnen, wirklich etwas voranzubringen, wenn Sie etwas geplant haben, da zu verbessern oder einen Trainingsplan erstellen wollen und solche Dinge. Im Job wiederum ist es so, dass die Steinbockzeit, die fordert immer Genauigkeit und wirklich Struktur und Ordnung. Und alles, was da ein bisschen in Disbalance ist, wird sich in diesem Monat dann auftrennen oder regeln. Wenn es hier Probleme geben sollte, wie gesagt, sind Sie aber auch von Jupiter begünstigt immer noch, also gerade das Augustdatum, haben Sie da nicht so viel zu befürchten. Und wenn es was gibt, klärt sich das eigentlich auch rasch wieder auf. Ein bisschen stressiger wird dann die Zeit wahrscheinlich zum Monatsende hin mit Ihrem Vollmond, überhaupt mit der Wassermannzeit, ist ja auch oft so, denn diese Zeit bedeutet, Sonne steht Ihnen in Opposition gegenüber und da muss man dann damit rechnen, dass die Dinge ein bisschen unstet, dass Ihnen das spontaner zugeht, dass Planung und Organisation gar nicht mehr so leicht sind. Aber wie gesagt, das große Plus in diesem Monat: Venus, Begegnungen, das Lebensgefühl, das ist sehr, sehr schön im Jänner für die Löwen. Die Sterne für die Jungfrau und den Jungfrau-Aszendenten im Jänner. Ja, dieser Neumond am 6.1., der findet in Ihrem sogenannten fünften Haus statt. Das fünfte Haus im Horoskop, es bedeutet Spiel und Spaß, es bedeutet Kreativität, es ist auch der Bereich der Kinder und der romantischen Liebe. Das heißt, Spiel und Spaß können sich verändern. Ja, also die Beziehung kann sich natürlich mit diesem Neumond ein bisschen verändern. Vielleicht hat es eben auch was mit familiären, mit Kindern zu tun. Sie gehen also da im Jänner in einen neuen Zyklus. Das muss natürlich nicht schlecht sein, aber es ist ein bisschen anders, als es im Dezember war. Und wenn es dann doch problematischer wird, liegt es vielleicht daran, dass man sich da und dort noch nicht so richtig aussprechen konnte. Vielleicht waren andere Dinge irgendwie wichtiger, vielleicht war familiäres auch so beherrschend, dass man nicht so richtig zueinander kommen konnte. Und da ist vielleicht dann die eine oder andere Aussprache in dem Zeitraum zwischen 6.1. und 21.1. gar nicht so schlecht, dass man ein bisschen mehr wieder zusammenkommt und vielleicht auch auf die Dinge schaut, an denen man miteinander arbeiten müsste. Grundsätzlich ist ja die Steinbockzeit, die wir jetzt haben, sehr gut für die Jungfrau, denn der Steinbock ist ein Erdzeichen und Sie sind auch ein Erdzeichen. Das heißt, man kann gut organisieren, man kann gut strukturieren und das war ja wirklich im Dezember oder auch im November nicht so einfach. Also da können Sie wirklich besser vorankommen. Sie können sich auch gut langfristige Ziele setzen und darauf hinarbeiten. Da sind Sie wirklich begünstigt in diesem Monat. Auch die Energie, das war ja auch so ein Thema, das nicht ganz optimal war in den letzten Wochen. Entweder war es immer zu viel oder ein bisschen zu wenig. Das pendelt sich langsam wieder ein in diesen Tagen, wenn auch der Februar da wahrscheinlich der Monat ist, wo dann mehr Kraft noch kommt, wo es noch besser wird.
Unterm Strich bleibt Ihnen aber diese große idealistische Energie, weswegen die Jungfrauen ein bisschen so weichgespülter und romantischer sind in diesem Jahr, auch im Jänner erhalten. Sie müssen eben nur schauen, wo man vielleicht ein bisschen zu idealistisch in der Beziehung ist. Es ist eh nichts Neues, Sie hören das eh schon länger. Aber da kann es eben Tage geben, gerade um die Monatsmitte, wo man ein bisschen genauer zu diesen Dingen hinschauen sollte. Die Sterne für die Waage und den Waage-Aszendenten im Jänner. Es gibt so ein astrologisches Sprichwort und das besagt, das Beste an der Waage, man kann mit ihr nicht streiten. Und das Schlechteste an der Waage, man kann mit ihr nicht streiten. Und genau darum geht's im Jänner. Nicht, dass Sie jetzt mit jedem streiten, aber um die Art und Weise, wie Sie mit Durchsetzung umgehen, wie Sie Ihren Willen einbringen und wie Sie mit Konfliktsituationen umgehen. Natürlich, nichts Neues, ist ein bisschen ein Klassiker, fast schon ein Lebensthema bei der Waage, aber im Jänner ist es doppelt gefordert, denn Mars, der Planet der Durchsetzung, der Energie, der Power, der steht in Ihrem siebten Haus und das ist das Haus der Begegnungen. Das heißt aber auch, andere Leute können auf Sie zukommen und irgendwas fordern und Sie, ja, Sie sind dann gefragt, dass Sie sagen, nein, bis daher, das ist meine Grenze, ja, das möchte ich nicht. Es kann natürlich vor allem friedliebenden Wagen sehr schwer fallen, sich diesen Raum auch zu nehmen, ist aber echt gefordert. Dann gibt es aber natürlich Wagen, die das sehr wohl können. Es gibt überall Ausreißer, die müssen sich dann vielleicht ein bisschen bei der Nase nehmen und harmonischer vorgehen, sich überlegen, ja, was ist denn für einen anderen wichtig und wieso spürt der andere das so? Also dieses Thema der Konflikte, ja, den gemeinsamen Nenner zu finden, das ist ein sehr wesentliches im Jänner. Es kann sich ein bisschen auch in den Berufsbereich hineinziehen, wobei es da weniger ein Thema ist, denn meistens können sich Wagen im Job eigentlich sehr, sehr gut durchsetzen. Es wird immer dann ein bisschen kompliziert, wenn es um die Lieben geht, zu Hause oder den Partner. Grundsätzlich muss man aber sagen, Venus, also die Liebesgöttin, die steht eigentlich sehr günstig zur Waagesonne. Das heißt, es muss nicht automatisch fad sein oder schlecht sein im Beziehungsbereich. Es ist sogar eine sehr leidenschaftliche Energie da. Aber vielleicht braucht man manchmal, bis man eben diesen gemeinsamen Nenner findet. Im Job, wie gesagt, sind Sie nach wie vor eigentlich begünstigt durch Jupiter. Wenn es da Konfliktthemen gibt, glaube ich, dass Sie die eher leichter regeln können. Es ist, wie gesagt, das Privatleben, wo der Fokus da mit diesem Mars steht. Energetisch kann es dann natürlich auch ein Thema sein, denn Mars hat halt auch immer mit Kraft zu tun und wenn man sehr viel Kraft aufbringt, etwas nicht zu sagen, raubt einem das natürlich Energie. Das heißt, direkt umzugehen mit solchen Gefühlen, Situationen zeitnah anzusprechen, kann Ihnen natürlich auch in der Gesundheit helfen. Zum Monatsende hin, wenn dann die Wassermannzeit kommt, geht es dann wieder leichter in mancherlei Hinsicht. Mars bleibt nur leider bis zum Monatsende, also dieses Thema zieht sich wirklich durch. Aber so die Wassermannzeit hilft Ihnen oft auch im Job und in der Karriere, dass man da einiges wieder gut machen kann. Ansonsten, wie gesagt, keine Angst vor Konflikten, sich in Ruhe auseinandersetzen und dann wieder zusammensetzen. Die Sterne für den Skorpion und den Skorpion-Aszendenten im Jänner. Was sehr günstig ist im Jänner, ist natürlich die Steinbockzeit und Merkur im Steinbock. Das heißt unterm Strich mehr Struktur und mehr Ordnung. Und das kann dann vor allem ab dem 6.1., also mit diesem Neumond, deutlicher werden. Denn viele Skorpione sind ja momentan irgendwo in Ausbildung, Weiterbildung, Umbildung oder so weiter und sind da ein bisschen festgesteckt in den letzten Wochen. Nicht, weil es schlecht war oder falsch war, aber vielleicht war es manchmal auch ein bisschen zu viel. Und da kommt natürlich diese Steinbockzeit gerade recht, um wieder Ordnung zu schaffen. Wenn Sie jetzt nicht unbedingt in Ausbildung sind, wenn Sie jetzt ganz andere Dinge machen oder einfach sowieso Ihren Job weitermachen, wird Ihnen dieser Merkur im Steinbockzeichen allerdings auch helfen, da wieder mehr Ordnung reinzubringen. Grundsätzlich fällt dieser Neumond in Ihr sogenanntes drittes Haus und das ist der Bereich der Kommunikation. Deswegen eben auch Ausbildungen, Weiterbildungen. Aber natürlich hat Kommunikation ganz existenziell einfach auch mit Sprache zu tun. Also vielleicht geht es darum, wie wir mit dem Partner, mit unseren Lieben, mit den Kindern sprechen. Und vielleicht gibt es da auch Dinge, wo Sie sagen, ah, ich habe gemerkt, das ist mir bis jetzt gar nicht so aufgefallen, da gibt es was, was man verändern kann, was man verbessern kann. Vielleicht geht es auch ums Netzwerken, um da wieder aktiver zu werden. So der Grundtenor, gerade im Beruf und im Job im Jänner.
Für die Liebe ist es so, Venus, die verlässt ihr Sternzeichen, die war jetzt die letzten Wochen immer an ihrer Seite und wandert jetzt weiter ins Schützezeichen. Damit ist der Liebesbereich nicht mehr so fokussiert, es geht einfach um andere Dinge. Vielleicht geht es auch mehr um Existenzielles, ums Geldverdienen und da bleibt für die Beziehung nicht immer so viel Raum. Aber es ist keine schlechte Konstellation, es sind keine harten Spannungsaspekte, es verschiebt sich einfach ein bisschen der Fokus. Vom Energetischen her ist es so, dass Mars im Dezember im Fischezeichen gestanden ist. Das war an sich gar nicht so schlecht für die Skorpione. Allerdings hat sich die Energie da auch ein bisschen verstreut. Jetzt mit Mars im Widder ist man wieder stärker, ist man wieder fokussierter. Und da kann man vielleicht auch die Energie nutzen mit diesem Neumond, dass man seinem Leben wieder eine gesündere Wendung gibt, dass man sich vielleicht überlegt, okay, wie schaut es mit meinen Ritualen aus, mit Schlafen, mit Essen und so weiter. Also auch da würde der Neumond sehr günstig stehen. Wenn wir dann weiterschauen bis zu diesem Vollmond und der Wassermannzeit, da kommt natürlich immer ein bisschen unstete Energie für den Skorpion. Der Wassermann, der steht einfach in Kontrast zum Skorpionzeichen, dieses Unstete, dieses Unerwartete, das macht ihnen manchmal ein bisschen Mühe. Also wenn Sie da was planen für diese Zeit, vielleicht auch die Tage vor diesem Vollmond, planen Sie nicht zu fix, denn die Dinge können dann wirklich ein bisschen anders laufen zum Ende des Monats. Grundsätzlich halt wichtig, dass Sie jetzt die Energie nutzen, sich mit dem Neumond neu einstellen und wirklich organisieren und durchstrukturieren, was bis jetzt noch nicht ganz strukturiert war. Ganz wichtig im Jänner sicher das Privatleben, denn jetzt wechselt Venus, die Liebesgöttin, die wechselt in ihr Sternzeichen und betont damit natürlich alle Begegnungen, Kontakte und Beziehungen. Und wenn Venus im eigenen Sternzeichen unterwegs ist, verstärkt sich, was man sowieso mitbringt. Das heißt, es zeigt sich, ja, ob die Erwartungen zu groß waren oder ob man sich irgendwo ein bisschen vermessen hat oder ob man vielleicht sogar zu wenig gehofft und geglaubt hat und doch jetzt Glück hat. Es kommt auf jeden Fall alles auf den Tisch in Beziehungen, was es nur so gibt. Für Singles ist es eine sehr gute Möglichkeit, auch mal Kontakt zu jemandem zu finden, irgendwie nachhaltigeren Kontakt und nicht immer nur ein Strohfeuerchen zu finden. Auf jeden Fall sind sie da sehr beliebt und es menschelt überall. Energetisch ist es so, dass Mars viel günstiger steht als im Dezember. Im Dezember war er ein Fischezeichen, damit verstreut sich die Energie manchmal ein bisschen. Jetzt im Widderzeichen hilft ihnen natürlich, der Widder ist ein Feuerzeichen. Das heißt, energetisch kommen sie schon langsam wieder zu sich und mehr zu Kräften und sicher spätestens bis zum Monatsende, wenn dann die Sonne auch noch in den Wassermann wechselt. Also das ist dann überhaupt ein neuer Zyklus, vielleicht auch im Arbeitsleben Ende des Monats. Beruflich ist es so, dass sich vieles abspielt im Existenzbereich. Das heißt, man kann Verträge unterschreiben, vielleicht geht es ums Wohnen, vielleicht gibt es um sonstige Abschlüsse. Das ist jetzt die Steinbockzeit immer, wo man Dinge dingfest macht. Darum geht es. Leichter im Strukturieren und so ausprobieren und tun sie sich dann wahrscheinlich, wie gesagt, mit der Wassermannzeit Ende des Monats oder beziehungsweise auch im Februar. Das Wichtigste ist und bleibt aber wahrscheinlich der private Bereich, der Umgang mit Gefühlen, der Umgang mit Beziehungen und dass man da vielleicht die Weichen stellt für die nächsten Monate. Die Sterne für den Steinbock und den Steinbock-Aszendenten im Jänner. Jetzt ist natürlich Ihre Zeit, es ist Steinbockzeit. Aber nicht nur die Sonne steht im Steinbock, auch Saturn, und der schon länger, Pluto, der noch länger und momentan kurzfristig auch Merkur, der Planet der Kommunikation. Das heißt, bei Ihnen spielt die Musik. Und unter Saturn heißt ja immer, es kommt ganz auf die Vorbereitung an. Also je nachdem, was sich so getan hat in den letzten Wochen und Monaten, jetzt wird vielleicht irgendwo Bilanz gezogen, jetzt wird umgekrempelt und das kann dann besonders mit dem Neumond oder ab dem Neumond am 6.1. ein Thema sein. Es ist sicher der wichtigste Neumond für Sie im Jahr, denn er ist in Ihrem Sternzeichen. Das heißt, wenn Sie etwas verändern wollen, wenn Sie etwas beginnen wollen, wären diese Tage um den Neumond dazu ideal. Später ist es halt auch so, dass Pluto und Uranus Ihnen ein bisschen auch Veränderungen aufzwingen können in diesem Monat. Also da muss man mal schauen, was passiert, welche Energie von außen kommt und auch nicht immer gleich alles abwehren, sondern die mal überlegen, vielleicht wäre das ja gar nicht so schlecht für mich. Wichtig ist das vor allem für die Jänner-Daten. Die Dezember-Daten, die sind jetzt mit Saturn eigentlich durch. Ja, das heißt, die großen Entscheidungen, die haben wir mal getroffen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Nachwehen, aber im Grunde war es das. Für die Jänner-Daten allerdings wird jetzt Saturn sehr wichtig und damit kommen zu Ihnen diese Entscheidungen fürs Leben. Und das kann sich in dem Monat wirklich, kann sich schon mal was tun, kann sich schon mal viel zeigen. In der Liebe ist es ja so, auch da spielt Saturn eine Rolle, wobei
natürlich Steinböcke eher dazu tendieren, festzuhalten und jetzt nicht wegen ein bisschen Saturn irgendwie zu gehen oder so. Also es wird alles noch fester. Aber wenn Sie in einer wirklich schwierigen Beziehung drinnen sind oder wenn es Ihnen gar nicht gut geht, natürlich, dann kann es auch ein paar Brösel geben in diesem Monat. Ansonsten, wie gesagt, die Liebe relativ stabil, besonders bei den Dezemberdaten schon. Zum Monatsende hin oder kurz vor dem Vollmond kommt sehr unstete Energie zu Ihrer Sonne, da steht Uranus im Quadrat. Also ein bisschen weniger planen dann, sehr aufgeschlossen bleiben, das ist wichtig. Und wie gesagt, mit diesem Saturn auch, wenn Sie Probleme haben, versuchen Sie es nicht zu verdrängen oder versuchen Sie sich wirklich auch mal wem anzuvertrauen, denn Mars steht in diesem Monat sehr ungünstig energetisch und da hilft man sich nicht, wenn man wirklich aus seinem Herzen eine Mördergrube macht und niemandem was erzählt. Also ruhig raus damit, wenn Sie etwas belasten sollte. Aber ansonsten, unterstrich, wirklich ein guter Monat, um endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen und um Dinge sein zu lassen, die nicht mehr gut für Ihr Leben sind. Die Sterne für den Wassermann und den Wassermann-Aszendenten im Jänner. Ja, normalerweise ist die Steinbockzeit vielleicht nicht so Ihre Lieblingszeit, aber in diesem Jahr könnte es ein bisschen netter sein, denn Sie haben ja immer noch diesen schönen Jupiter-Einfluss, den wir mitnehmen von November, Dezember. Der hilft Ihnen jetzt auch im Jänner weiter. Und was besonders nett ist, ist, dass Venus, die Liebesgöttin, jetzt ins Schützezeichen wechselt. Sie war im Skorpion im Dezember, das war für Wassermänner, naja, so lala. Und im Schützezeichen wird schon viel besser, oh lala. Das heißt, privat und beziehungstechnisch ist es ein schöner Monat für die Wassermänner. Da können sie sich wirklich gut versöhnen mit den Energien der letzten Wochen. Da kommt man wieder mehr auch mit sich selbst in Balance. Im Job ist es eine Zeit der Vorbereitung, denn Steinbock ist das Zeichen vor Ihnen. Damit trainiert man ein bisschen auf das hin, was dann mit Ihrer Zeit Ende des Monats wichtiger wird. Also wenn Sie noch ein bisschen Pause machen können, wäre es gut. Die brauchen Sie wahrscheinlich auch nach anstrengenden Wochen im letzten Jahr. Und wenn Sie etwas planen, tun Sie gut daran, wenn Sie dann so Mitte, Ende des Monats damit rausgehen. Da wird die Energie dann sehr, sehr stimmig sein. Energie überhaupt energetisch, Mars steht im Widderzeichen. Das hilft den Wassermännern eigentlich. Also das ist eine gute Energie für Ihr Zeichen. Feuer und Luft verträgt sich, sollte Ihnen dann auch mehr Kraft bringen. Ein bisschen komplizierter könnte es um den Vollmond werden, vor allem für die Anfangsdaten, also die allerersten Wassermänner, denn da ist Uranus in der Nähe und alles ein bisschen unstet. Und der Vollmond ist natürlich im Löwezeichen Ihnen gegenüber. Das ist schon ein bisschen starke Energie. Da muss man sich vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, ja, emotional drauf einstellen. Ja, vielleicht auch nicht gerade die ganze Arbeit für diese Zeit aufheben, sondern lieber ein bisschen vorher oder nachher. Aber genießen Sie es auf jeden Fall mal, dass Venus so günstig zum Wassermannzeichen steht. Denn Beziehungen sind unterm Strich, wenn wir auf das ganze Jahr schauen, nicht immer ein leichtes Thema, auch nicht im letzten Jahr gewesen, also das Emotionale. Und da tut es einfach mal gut, wenn die Sterne mal so richtig schön für Sie stehen. Die Sterne für die Fische und Fische-Aszendenten im Jänner. Ja, was ändert sich jetzt, was in den letzten Wochen noch so und so war? Merkur zum Beispiel, der war ja im Spannungsaspekt unterwegs. Das heißt, sie waren sehr, sehr eingespannt. Es war sehr, sehr stressig. Viele, viele Aufgaben. Der wechselt jetzt in einen guten Winkel ins Steinbockzeichen und damit bekommen sie als Fisch wieder mehr Boden unter den Flossen. Das heißt, sie bleiben auf Erfolgskurs, können sich jetzt aber wahrscheinlich besser organisieren. Was auch anders ist, mit dem 9. und mit dem 6.1., dann wendet sich aber auch das Blatt in puncto Partnerschaft und Beziehung. Denn Venus wechselt hier in den Spannungsaspekt. Was bedeutet das? Diese Venus steht im Schützezeichen, damit in Ihrem Berufshaus. Also es geht sehr viel darum, wie Sie nach außen wirken. Sie können sich aber auch sehr gut darstellen, Sie kommen sehr gut an. Aber ein bisschen geht dann vielleicht dieses Gefühl nach innen verloren. Schauen Sie, dass Sie dann nicht zu viel beschäftigt sind mit dem Außenbild und kümmern Sie sich wirklich auch um das Innenbild und die inneren Gefühle. Das ist wichtig. Eine andere Ausdrucksweise dieser Venus im Berufshaus kann natürlich sein, dass man im Job so eingespannt ist, dass man einfach fürs Privatleben schlicht und einfach keine Zeit mehr hat. Oder natürlich, dass über das Berufsleben irgendwas ins Privatleben kommt, was nicht so passt. Das ist aber nur eine kurze Phase, keine Sorge. Diese Venus-Spannung gibt es jedes Jahr einmal und das ändert sich ja dann spätestens im Februar wieder. Da werden die Dinge ja wieder zurechtgerückt. Aber jetzt ist halt ein bisschen Disbalance im Beziehungsverhalten oder im Beziehungsklima spürbar. Aber auch nicht jeden Tag. Es gibt einfach zur Monatsmitte vielleicht da so ein paar Tage und vielleicht nochmal zum Monatsende hin.
Wenn wir jetzt schauen auf die Energie, Mars war ja im Dezember ständig an ihrer Sonne. Das ist ein bisschen so, wie wenn man ständig in Aufbruchsstimmung ist, nie zur Ruhe kommt, wenig schläft. Es ist sehr, sehr viel los. Das sollte sich jetzt langsam wieder verbessern, denn Mars ist ins Widerzeichen gewechselt. Und es gibt zwar nicht so viel Ruhe, los ist immer noch genug, aber sie können sich doch wieder besser erholen. Und das vor allem bis zum 19. 20. Jänner, solange die Sonne im Steinbockzeichen steht und vieles mäßigt und beruhigt. Das waren die Sterne für den Monat Jänner. Alle Infos zu individuellen Horoskopen findet ihr auf meiner Homepage barbarawieninger.at. Bleibt mir nur noch, euch einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und bis bald.